Hey Leute, bald ist Weihnachten und das ist ja eine wunderschöne Zeit, aber für manche Leute ist es eigentlich auch ein Grauen. Ich muss sagen, Weihnachten, dieses Jahr, nee. Dieses Jahr möchte ich auch kein Weihnachten. Ich sag mal so, es hat mehrere Gründe, es hat einfach auch die Gründe, dass ich in eine Person ziemlich verliebt war. Ich habe die Person praktisch geliebt, obwohl ich sie einmal erst gesehen habe. Aber trotzdem haben wir viel halt geschrieben und viel telefoniert. Und da fällt es einem schwer. Und es gibt auch viele Leute, die dann jetzt an der Trennung praktisch ihrer Eltern zu knacken haben und jetzt bei einem Elternteil alleine das Weihnachtsfest verbringen. Es kann jenen schlecht gehen an Weihnachten. Und ich finde, wir, denen es praktisch gut geht, sollten dann versuchen, für unsere Freunde da zu sein, denen es schlecht geht in dieser Situation. Dann geht es ihnen nämlich wieder besser. Es ist einfach irgendwie auch so, dass es nicht irgendwie nur was mit Geschenken zu tun hat, Weihnachten, sondern es hat auch was damit zu tun, dass man sich Liebe und Barmherzigkeit und einfach freundschaftliche Gemeinsamkeiten schenkt. Also damit meine ich einfach auch, dass man sich gegenseitig hilft und versucht, dann besser klarzukommen damit. Und das möchte ich einfach an dieser Stelle loswerden. Also denkt jetzt nicht, dass Weihnachten für jeden irgendwie auch mal ein freudiger Tag ist. Auf Weihnachten ist für mich jetzt nicht so die wunderschönste Situationszeit. Silvester jetzt gerade auch nicht so. Also ja, man fühlt sich halt irgendwie mad. Ist einfach so. Man hat sich praktisch dieses Jahr irgendwie doch so gewünscht, ja, es wäre doch schön, eine Freundin zu haben. Ich meine, es ist halt ein Wunsch, den man sich halt wünscht. Und das kommt halt dazu. Und manche leiden jetzt praktisch an der Trennung gerade mit ihrer Freundin und vermissen sie. Und ja, das ist ein bisschen schade. Ich will euch auch damit sagen, schätzt das, was ihr habt und versucht nicht irgendwie noch mehr gleich zu kriegen. Es ist manchmal wichtiger, das zu behalten, was man hat und nicht irgendwie dann wieder was Neues anzufangen. Man sollte auch drüber nachdenken, dass man andere Menschen verletzt, vielleicht damit, auch wenn man sich denkt, ja, ich verlasse den, weil er nicht so gut küssen kann, und da denke ich mir so, dann hättest du gar nicht mit ihr zusammen sein brauchen. Das hat doch nichts damit zu tun, dass er gut küssen kann und deswegen seid ihr zusammen. Oder dass er gut im Bett ist und deswegen seid ihr zusammen. Oder sie gut da drin ist. Es ist doch nicht wichtig. Es ist doch wichtig, dass ihr euch gegenseitig gut versteht, dass ihr euch gegenseitig helfen könnt und dass ihr miteinander gut klarkommt und natürlich euch auch liebt. Und nicht nur, dass ihr gut im Bett zusammen harmoniert. Sondern es ist halt wichtig, dass man doch gegenseitig füreinander da ist und versucht, Situationen zusammen zu meistern. Und gerade an dem Weihnachtsfest, dass man sich da wieder auch zeigt nochmal, wie sehr man doch eigentlich den anderen Partner eigentlich liebt. Und für alle, die jetzt damit zu tun haben, dass es ihnen nicht gut geht, versucht einfach vielleicht was zu unternehmen. Es gibt ja viele Clubs auch, die dann offen haben, auch zu Weihnachten. Da kann man das ein oder andere Gespräch mit einigen Leuten haben und auch gute neue Freunde finden und kommt vielleicht besser darüber weg. Es bringt nichts, alleine dann irgendwie zu Hause zu sitzen. Ja, manche vielleicht spielen auch lieber, um den Schmerzen zu vergessen. Denkt euch was aus. Es gibt genug Möglichkeiten, auch an Weihnachten glücklich zu werden. Man muss sie nur finden und sehen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass meine Schwestern jetzt dann zu Weihnachten kommen und dass sie praktisch da sind an Heiligabend und wir dann halt zusammen eine gemeinsame schöne Zeit verbringen. Und das hilft mir einfach auch allgemein. Und das ist einfach schön, muss ich sagen. Also das freut mich dann wieder an Weihnachten, aber so jetzt, weiß ich nicht. Also so fühle ich mich dann doch eher so niedergeschlagen. Geht es bestimmt den einen oder anderen auch dann von euch so. Versucht, wenn ihr könnt, mit der Familie irgendwie zusammen zu feiern. Oder wenn ihr euer Hobby ausleben wollt. Versucht doch an den Tag euer Hobby vielleicht weiter voranzutreiben. Ihr macht Kraftsport und wollt Muskelaufbau machen und wollt jetzt auch nicht alleine zu Hause sitzen, dann geht doch ins Fitnessstudio. Da gibt es dann auch Leute, die dann auch an den Tag dann im Fitnessstudio sind, und dann kann man sich auch mit denen gut unterhalten. Und das hilft doch allgemein. Und einem geht es doch danach auch besser. Oder manche anderen Aktionen, Weihnachtslieder, Kirche, was halt
einen in den Kram passt. Es gibt bestimmt auch Leute, die gerne eine Fahrradtour an Heiligabend gerne irgendwie machen und dann euch praktisch auch dazu einladen. Ich wünsche euch jedenfalls ein wunderschönes Weihnachtsfest, auch für diejenigen, denen es nicht so gut geht. Kopf hoch, es gibt immer einen Lichtpunkt, der den Weg weiter weist. Und es ist vielleicht auch manchmal einfach gut loszulassen, auch wenn es nicht immer einfach ist. Ja, ich wünsche euch eine schöne Weihnachten. Ich hoffe, ihr kriegt viele Geschenke, habt ein schönes Weihnachtsfest. Denkt über die Worte am besten drüber nach. Und dann sehen wir uns im neuen Jahr erst wieder. Also, ciao.